Heute zeige ich dir, wie du realistische Drums programmieren kannst und auf was du bei der Nachbearbeitung achten musst. Geht los! Um einen Schlagzeugruf authentisch zu programmieren, brauchst du zunächst mal einigermaßen gute Drum-Samples, damit es nicht so sehr nach MIDI klingt. Ich selber benutze Addictive Drums, es gibt aber auch noch viel andere brauchbare Software auf dem Markt, wie zum Beispiel Easy Drummer. Der zweite wichtige Punkt ist die Nachbearbeitung im Piano Roll Editor. Hier musst du darauf achten, dass du die Drums nicht tot quantisierst und dass die Schlagzeugperformance einigermaßen lebhaft und dynamisch klingt. Wie du das alles in der Praxis umsetzen kannst, das zeige ich dir jetzt im Projekt. Gut, was du hier siehst, ist das Interface von Addictive Drums, das ich benutze. Ich würde dir immer raten, versuchen, das mit dem MIDI-Keyboard zu programmieren, die Drums, und nicht mit der Maus einzuzeichnen, weil das macht nicht viel Sinn und da brauchst du Ewigkeiten. Und man kann das natürlich so machen, aber es dauert viel zu lange und es ist ineffektiv. Also ich würde es immer übers MIDI-Keyboard einspielen und dazu ist zunächst mal das Allerwichtigste, dass du dieses virtuelle Drum Studio, das du benutzt, ob es jetzt Addictive Drum ist oder was anderes, dass du das ordentlich mappst auf dein Keyboard, so dass du dich am wohlsten fühlst. Ich zeige dir mal meine Belegung. Also die Tastenbelegung ist wichtig, dass du nachher die Schlagzeugrhythmen ordentlich einspielen kannst, so wie dir es am besten liegt. Ich fange mal hier unten an. Ich habe hier eine Bassdrum, beziehungsweise zwei Bassdrums, ja, sodass ich hier Double Bass spielen kann, falls ich es brauche. Okay, dann geht's hier weiter mit dem Rim-Click, Snare Drum, zwei Samples und hier kommt dann die Hi-Hat. Hier habe ich auch drei verschiedene Samples, also zu, halb offen und offen. Und dass ich hier meine Grooves eben einfach spielen kann, Bass Drum, Snare Drum, Hi-Hat, das ist am wichtigsten. Und somit kann ich hier... kann ich hier Grooves einspielen, deswegen habe ich die hier nahe zueinander gelegt. Das ist also wichtig, dass du das wirklich hier logisch legst, dass du hier deine Grooves spielen kannst und dass das möglichst nah aneinander ist, ob du jetzt nur mit einer Hand einspielst oder mit einem Finger oder mit zwei Fingern, aber leg dir die wichtigsten Instrumente, Bassdrum, Snaredrum, Hi-Hat, leg dir die schön nebeneinander. Dann habe ich hier die Toms gemacht und hier habe ich auch, dass ich schnelle Rolls spielen kann, die Toms jeweils zweifach belegt. Also einmal hier ein Sample. Dann hier von dem Tom noch ein anderes Sample, ne? So kann ich schnelle Rolls spielen. Und das eignet sich ganz gut hier, um einfach Breaks zu spielen, Drum Fills zu spielen. Hier kommen dann meine Becken. Okay, damit, die erreiche ich dann hier auch schnell. Und was eben auch wichtig ist, ist, die Snare Drum ist einfach das Hauptinstrument. Da habe ich mir hier dann noch ein paar Samples gelegt, also Shallow Hits, wenn ich Ghost Notes spielen will. Oder Rim Shots, wenn der Drummer praktisch mit dem Stick gleichzeitig auf den Rand der Trommel haut und aufs Fell. Ne? Ja, dann kannst du hier schnelle Rolls spielen. Hier noch das Ride Becken. Und die Right Glocke auch, die Bell hier, um hier möglichst gut spielen zu können. Das musst du für dich selber festlegen, wie das für dich am besten passt, aber ich kann hier so am einfachsten einfach spielen mit beiden Händen, ne? Okay, jetzt machen wir mal eine Aufnahme hier und ich zeige dir dann im Piano Roll Editor, wie du die Drum-Aufnahmen am besten nachbearbeiten kannst und auf was du dabei achten musst. Das ist nämlich auch sehr wichtig. Okay, das war's schon. Schauen wir mal, was rausgekommen ist jetzt hier. Wir hören hier gerade mal rein. Wir sehen es jetzt hier dargestellt im Piano Roll Editor. Entschuldigung, das ist unsere Bassdrum. Das ist unsere Hi-Hat. Ich sehe schon, ich habe hier ein bisschen zu spät angefangen. So, weil ich auch ein bisschen Latenzen habe hier mit diesem Programm. Und hören wir mal rein, wie ich mich geschlagen habe hier beim Aufnehmen. Gar nicht schlecht. Okay, also wir wollen jetzt aber die Aufnahme hier ein bisschen quantisieren und ich bin kein Fan, so eine Schlagzeugperformance, insbesondere wenn es jetzt nicht gerade EDM ist oder was man eh meistens relativ auf den Grid quantisiert, also dass er
jede Note ganz genau hier im Raster liegt, dann mache ich es gerne so, dass ich hier auf 94% gehe. So 95, 94% ist ganz gut. Das heißt, wir quantisieren die Note, wir rücken sie im Timing zurecht, aber nicht hundertprozentig, sodass wir noch so ein klein bisschen den Human Touch, also den menschlichen Touch haben von dem menschlichen Schlagzeug, also die kleinen natürlichen Ungenauigkeiten. Ich markiere jetzt hier einfach alles und gehe hier auf 16. Note. Ja, das kann ich in Logic hier machen, das hat aber jede DAW hat eine Möglichkeit, eine Zeitquantisierung zu machen. Und ich quantisiere jetzt hier und hören wir mal rein, wie sich es jetzt anhört. Okay, das klingt schon mal gar nicht schlecht. Ich kann natürlich Noten jetzt einzeichnen. Ich könnte Breaks einzeichnen, wenn ich möchte hier, ne? Solche Geschichten, das geht relativ einfach dann mit solchen Drum Grooves. Und so arbeite ich mich jetzt, wenn ich zu einem Song dazu einspiele, einfach Sektion für Sektion vor, also Songpart für Songpart vor. Wir probieren einfach nochmal einen anderen Groove. Okay, schauen wir mal, wie die Sache sich jetzt anhört hier. Okay, ich spiele normalerweise nicht so schräg ein, aber ich habe hier eine ziemlich mit Latenz zu kämpfen wegen meinem Aufnahmeprogramm hier. So, jetzt haben wir hier folgendes Problem. Wenn ich das jetzt hier auf eine 16. Note quantisiere, wir gehen ja auch wieder auf 94, auf die Stärke 94, also nicht 100%. Und ich quantisiere das jetzt einfach hier auch auf 16, weil ich weiß, dass es 16 sind, passiert folgendes. Das war nicht meine Intention, das wollte ich so nicht spielen, sondern ich wollte die ganze Sache grooviger haben, weil es ist ein Tenere Groove oder ein Shuffle Groove hier. Und wenn du sowas hier hast, dann musst du diesen Groove hier quantisieren in einer Swing-Form. Und hier gibt es verschiedene Swing-Stärken, Entschuldigung, Swing-Stärken. Und das hat eigentlich auch jede DAW. Ich habe hier Swing A, B, C, D, E, F. Und die Swing-Stärke ist, wie stark der Swing-Anteil oder wie stark der Groove shuffelt oder schlurft, kann man sagen. Jetzt probieren wir mal einfach mal hier Swing C zum Beispiel. Jetzt siehst du schon, dass es sich hier so ein bisschen verändert hat. Klingt die Sache schon ein bisschen. Wir können auch mal einen ganz heftigen Swing versuchen hier, ein 16. F. Siehst du, wie es verändert hier? Finde ich jetzt schon fast zu heftig, aber wir probieren einfach mal D. Okay, ich probiere nochmal einen Shuffle Groove, diesmal ein bisschen den schnelleren. Gut, okay. Was ich jetzt hier schon, ganz kurz, was man hier sehen kann, ist, ich habe also, wir auf viermal habe ich es eingespielt. Erst Bassdrum und Snare Drum, dann Hi-Hat, dann das Becken hier, diese Breaks mit den Becken und dann hier noch die schönen Ghost Notes. Was ich dir jetzt noch als Ratschlag geben kann hier, wenn du dieses MIDI-Fenster hier ein bisschen übersichtlicher haben willst, es kann manchmal passieren, was nervig ist bei Drums, ist, wenn zum Beispiel die MIDI-Events hier alle unterschiedliche Notenlängen haben, wenn du deinen Finger aus Versehen hast drauf liegen lassen oder speziell wenn man auf ein Becken haut, kann das ein bisschen nervig sein.
dann kannst du, oder es rät sich hier, um hier im MIDI gut zu arbeiten, einfach alle Noten gleich lang zu ziehen. Ich weiß nicht, wie es in deiner DAW geht, aber in Logic geht das ganz einfach über die Shift-Alt-Taste. Und jetzt kann ich hier alle MIDI-Events auf die gleiche Länge ziehen und das ist wesentlich übersichtlicher. Jetzt habe ich hier immer die gleich großen Blöcke reingehauen sozusagen. Und damit ist die ganze Sache hier jetzt wesentlich sauberer und wesentlich übersichtlicher. Was hier vorne passiert ist, wenn wir schon beim Nacharbeiten sind, hier ist uns die Bassdrum rausgerutscht. Und die erste Hi-Hat, da war ich ein bisschen früh unterwegs. Und was wir jetzt mal probieren, ist wieder die Quantisierung. Wir sind hier wieder auf 94. Und das ist ein Shuffle Groove. Und ich vermute, dass es diesmal, dass es Triolen sind. Da, 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 da. Das sind höchstwahrscheinlich 16. Triolen. Ich probiere mal mein Glück. 16. Triolen. Und schauen wir mal, was rauskommt. Okay, jetzt passt alles. Was wir jetzt noch machen können, ist natürlich die Nachbearbeitung hier. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, hier die Snare Drum auf die Downbeats, die möchte ich noch so ein bisschen lauter haben hier. Dann ziehe ich einfach hier alle lauter. Und ich kann auch natürlich nur einzelne Noten lauter ziehen. Wir könnten hier noch ein Crashbecken reinsetzen. Ne? Und die Bassdrum vielleicht auch noch insgesamt so ein kleines bisschen hier lauter machen. Jetzt geht es nur im Verhältnis hoch. Also es werden nicht alle gleich laut gemacht. Und die Ghost Notes, die lassen wir so. Und jetzt haben wir doch schon ein ganz cooles Ergebnis hier. Wenn du dich für die Drum Software interessierst, mit der ich hier arbeite, das sind Addictive Drums. Mein Lieblings virtuelles Drumstudio. Dazu habe ich schon mal eine eigene Playlist sogar gemacht. Ganz viele Videos, die kannst du dir hier unten angucken. Blendst die hier unten ein. Da habe ich ein ganzes Tutorial nur über Addictive Drums gemacht. Ansonsten hoffe ich, dir hat es gefallen. Du hast ein bisschen was über Drum Programming gelernt und konntest ein paar Tipps mitnehmen. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann.